Container, aus dem, in dem ich mich versteckt habe, rausgeklettert und falle direkt auf einen Polizisten drauf. Und wieder Sterne. Und wieder Sterne, ja. Das ist echt ganz blöd. What the fuck? Trast du wieder alles aus hier oder was? Ja genau. Geh deinem Job mal nach da. Oh ne, der ist kaputt. Kann passieren. Wenn man drauf schießt, geht der immer kaputt, ja. Als ich hergebracht habe, war der doch heile. Ah, sag mal, Yvonne, haben wir nicht auch noch richtige Missionen hier oben oder machen wir jetzt hier nur noch Auto wegbringen? Ne, ich lasse das ja vom Personal wegbringen, die Auto so. Es kümmern wir uns um Multimissionen. Ja, das wäre gut. Ich glaube, sie ist tot, Monsieur. Also. Wir können da leider nichts mehr machen. Sie ist verstorben. Oh, oha! Wie geil er dir ausgewichen ist! Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Aber er ist trotzdem gestorben. Nein! Nicht mich, bitte. Achso, du bist das, der komische Sanitäter. Ja, aber Alter, da steht doch mein Name. Den habe ich nicht gesehen. Ich dachte mir gerade echt, dass du das gewesen bist. Ich wollte eigentlich gerade wissen, die Seite rammt, weicht einfach raus und greift an. So. Mission geht los, Leute. Ja. Und eine Einladung. Ist doch schon. Aber ist hier jemand anders beigetreten? Oh, der Job ist nicht mehr verfügbar. Leck mich doch am Sack, Alter. Wie geht's? Musst du mal einen raushauen. Jetzt habe ich die Kamera. Jetzt ist mein Auto weg, weil ich erschossen wurde. Weil ich eigentlich eine Mission annehmen wollte und deswegen erschossen wurde. Ja, dann sucht ihr was anderes. Mein Gott. Mein Auto ist beschlagnahmt worden. Musst du mal rauskicken da, Wie geht das denn überhaupt? Info einsehen. Genau, Info von Spielern und auf Spieler klicken und dann rauswerfen. Und dann auf geschlossen machen. Aber das Gute ist, der Hof ist nicht weit weg. Zum Beispiel 250. Ach. Dann will ich mein Auto eben gerade kurz. So, jetzt bist du eingeladen. Ja, warte, Sekunde. Ich bin sofort da, ich muss mein Auto gerade vom Hof holen. Weil ich wollte die Mission annehmen und in dem Moment habe ich dich kurz erschossen. Mein Auto natürlich eingelagert, aber ich brauche nicht viel. Müsst ihr nur eine kleine Sekunde, ein paar Sekunden warten. Das ist eine Sekunde zu viel. So, kann ich die Kohle jetzt bezahlen oder? Ja. Gut. Mein Auto ist wieder da. Oh, ich sag nichts mehr. Ha? Alles gut. Alles gut. Ist nur selten dämlich. Also, so, einen Server mit einem 14-Jährigen aufzubauen, macht keinen Spaß. Ja, aber schuld, wenn man in dem teilweise mit Leuten in dem Alter. Wobei einige von denen tatsächlich auch relativ reif sind, aber es ist selten der Fall. Der nicht. Der macht, was er will. So, ich bin da. Wir können starten. Weißt du, den Dreiviertel des Servers habe ich einfach selber gemacht, weil er es nicht gekriegt hat. So. Das Logo gemacht, ich habe den Namen gemacht, ich habe... Oh, ich kann mit dem Wagen fahren? Boah, wie geil! Gut, starten. Ich bin bereit. Let's go. Mm-hmm.
Immer wieder schön, wenn das Spiel im Ladebildschirm hängen bleibt, hä? Ja. Easy. Denke ich mir auch an. Jetzt. So. All right, y'all. Pay attention. Let me walk you through this one last time. You bust up into the IAA, find this dealer fool, get him to tell us where his formula's at, get it, deliver, and then we kick back and count them racks. Keep me on speaker. Let me get Kay in here. Begib dich zum Tunneleingang. Ich versuche mit Markus voll in der Spur zu bleiben. Du bist ja meistens ja neben der Spur, ne? Hey, babe, we moving on that job? Yup, on the way to the tunnel right now. Shit, this madrazo fool got me tied up at his party. Big ass house in the hill. I'ma call you back in a second. Ah, irgendwie kriegt mein Controller gerade. Ah, schön. Bin ich jetzt da hier drin fest? Okay. Also irgendwie ich warte mal hier noch auf euch. Ja, mein Controller zieht übrigens noch. Dann kann man sie nach links. Guck mal, Markus braucht doch eh was zu, Kevin braucht doch eh was zu seinen Aufnahmen. Warum tut denn er nicht mal hacken? Kann ich machen. Ist das wurscht. Wobei Markus im Stream aufnimmt. Gut, aber Markus macht eh zusammen Schnitt raus. Ja, Baby hat schon. Alles gut. Wir haben aber alles, wir haben ja, sind ja zusammengefahren. Passt, alles gut. War das überhaupt hacken? Hä? Baby? Nee, wir haben doch den Pass gehabt. Ich wollte sagen, wir haben den Pass geklaut, ja. Well, there goes the element of surprise, y'all. This gonna be a hard fight. The interrogation cell's upstairs. Soon as you find that deal, you call K, aye? Wie viele wollen da bitte kommen, Alter? Ach, wir haben Teamleben, na super. Ja, das war's. Nein. Oh. Er wirft da eine Granate auf mich. Ernsthaft? Warum wirft man eine Schussgranate auf mich? Wie können wir euch da überhaupt liegen, ey? Ja, ich liege öfters mal mit dir hier irgendwo rum. Aber wir haben... Gut, okay. Wir haben, es ist damals wie damals, dass wenn einer noch überlebt, ist der Spiel zu Ende. Alter, wie brutal die draußen. Ja. Scheiße. Das lief ja schon mal echt einmal. Das hat funktioniert. Wir wissen wenigstens, was auf uns zukommt. Naja, das war ja legendär. Das weiß ich wohl auch immer. Aber diese Granate, ich habe es nur im Augenwinkel gesehen, aber wir sind beide hochgeflogen. Ja, schön, dass wir Granaten auf uns werfen. Das sind Waffen da unten, was will man erwarten, ne? Okay. Guck mal, jetzt kann Markus machen. You coming up on the security door yet? Just gotta use that pass you stole. Then once you inside, keep going up. Ist offen. Wenn er dann will. Plötzlich hast du Pferde. Also, ich hab doch schon. Und trotzdem geht Baby vor, und das obwohl ich eigentlich die Tür aufgemacht hab. Ja, das ist egal. Ja, ja, alles gut. Wie gesagt. Au. Well, there goes the element of surprise, y'all. This gonna be a hard fight. The interrogation cell's upstairs. Soon as you find that deal, you call K, alright? Ja,
Weg! Markus! Pass auf, von oben! Da ist noch einer auf der Treppe oben. Ja, ja. Schon tot. Glaube ich, aber der war schon tot. Er läuft noch rum. Sah zumindest so aus, als wäre der tot. Werf am besten eine Granate rein. You close? Soon as you get in there, hang up and call Kay, right? Muss noch jemand mal kurz die Tür aufschießen. Da reinlaufen. Links sind ganz viele. Ja, wow. Der Charakter ist so dumm. Das war jetzt sehr, sehr stilvoll, Enrico. Das war. Der war richtig gut, der Move. Ja, es war wieder die Inkompetenz von Matsubi. Ja. Du Opfer. Ich hab ihm gerade in den Schritt geschossen. Hast du die Eier weggeschossen, wa? Hey, ja. Jetzt sitzt er ganz schild draußen, wenn seine Leute weggeschossen. Den befreien wir ja auch gerade. Kenny, what did you do? Didn't think I'd find your motherfucking ass in here, did you? I swear I was gonna call you. Slap the shit out this whole ass, nigga. Oh, oha, die war total drauf heute, ja. Der Arm ist aber auch sehr gut platziert. Aus dem Blickwinkel sieht's aus, als wäre sie komplett nackt. Vielleicht. Ich fand das gerade so geil, sie setzt sich da breitbeinig auf den Tisch und er hat den Arm natürlich genau da, wo. Ach so. Erstmal kurz noch Spaß haben. Einmal kurz. Besser Arm rein als ein Arm ab, ne? Yo, you better start getting out of there. Back the way you came. Shit, there's K calling. How'd it go, babe? Aber ich hatte doch gerade die MC-Wiese. We know where we headed? Oh yeah. Our field agent out there got it in black and white. We just gotta hit the road. Alter, das war knapp. How's the party going? Shit, I wish my ass was getting shot at while moving up the gears on my motherfucking hellfire. Ja. Moment bedacht. But you know, I'ma stay on the line. Wir müssen ohne mich weitermachen. Hä? Cool. Ja, Marco ist gestorben. Ich dachte mir, hä? Was ist los? Na nichts, aber ich bin halt gerade umgefallen, weil der mich da von hinten geholt hat. Okay, kein Wein, kein. So. Da wo links muss einer stehen, zumindest hat er da irgendwie hinvisiert. Ja, ich versuche die ganze Zeit mit Headshots. Da hinten steht der. Hinter mir steht einer. Nicht gut, wenn man mich da rausdrückt. Hinter der Kiste steht noch, oder? Jetzt war weg.
Hab ich noch Schutzwesten? Ja. Warte mal gerade kurz, dann will ich auch noch mal kurz. Das Panzerung und so auffüllen kann. Okay, bin wieder da. Markus' Leiche lassen wir natürlich selbstverständlich da liegen. Brauchen wir nicht. Now, it should come as no surprise the cops got a fast response time when you rate the fucking IAA. Buckle up, yo. Get your foot on the gas. Get the hell up. Fahr doch einfach weg. We're gonna show these fools what a response time is. Stimmt eigentlich. Warum fahren wir nicht einfach mit den Karren weg? Ja, was haben die anderen beiden denn schon gemacht? Weiß ich nicht. Ja, weggefahren. Du bist der Einzige, der da bleibt und sagt, schießt auf mich. Ich hab's richtig gesehen, dass die da weggefahren sind. Ich dachte, die stehen auch noch da und kämpfen mit. Y'all got the location for the recipe, remember? Get over there. Let's get this shit done. And lose the police while you at it. Let's see some driving, y'all. Ich bin mal kurz auf Toilette, ja. Na ja. Ernsthaft? Deswegen bin ich gestorben? Easy. Nee, ernsthaft jetzt. Deswegen bin ich gestorben. Ich bin in die Karre reingefahren von dem Kopf und bin gestorben. Ich hatte volle Leben und volle Panzerung. Okay. Headshot. Keine Ahnung. Ja, ich bin jedenfalls tot. Ist es da unten? Oh nein, das kann brutal werden. Ich glaube, da unten ist nochmal eine Schießerei. Ja. Aye, but when you get there, keep your nose to the ground. This shit ain't gonna be just laying around. Probably buried somewhere. Schade. Naja. Lol. Da liegt eine Schaufel. Was mache ich? Was ist mit der scheiß Pfote? Got it? Was that shit really buried? This some treasure hunt bullshit, Kay? Not yet, girl. Treasure comes when you drop that shit off. Get your ass up here to the meat.
So, bin wieder da. Also ich bin gerade tatsächlich aus dem Tunnel raus, in den Polizeiwagen rein. Ich hatte volle Energie und volle Panzerung und bin direkt instant gestorben. Energie? Ja, volle grüne Balken und... Lebensleid. Ja, und volle Panzerung und ich bin direkt gestorben, als ich in den Polizeiwagen reingefahren bin. Warum auch immer. Hey, can we hurry up out there? You take any longer, this fool's mama gonna find me again. His mama? She's trying to make me lemonade shit. I think she fucked up. Kind of like her, though. You are not taking one for the team, Kay. Girl, don't worry about me. Networking is hard work, and you feel me? I earned my cut today, motherfuckers. Alter, was? Da standst du mal ganz kurz im Weg, ne? So, meine Lenkung ist voll beeinträchtigt gerade. Baby hat meinen Bordcomputer zerstört. Ah, guck mal, der Kevin. Oh. Oh, hallo. Stimmt, Kevin kann beim RP einfach Busfahrer sein. Kann geil, den Job haben wir sowieso. Wir haben Taxi und Busfahrer. Ja, kann ich machen, wie gesagt. Ja, muss dir nur einen Bus kaufen. Ich hab doch einen. Du hast wirklich einen Bus gekauft? Ja. Im Game? Ja. Ja, lol, geil. Ich glaube, ich, glaub, ich habe aber jetzt mal die zum Rollen. Ja, die kosten ja nicht viel. Ne, 500.000. Ja, eben. Easy. Also wie Echtpreis. Echtpreis bist du auch bei 350.000, 360.000, wenn du so einen zumindest gebrauchten Bus kaufst. Also je nach Ausstattung zumindest. Ja, bei uns, die kriegen immer neue Busse. Ja, wir kriegen immer gebrauchte. Wird immer zu teuer sonst. Ihr kriegt dann unsere. Also nur die Jacke. Was los, Butter? Was los, ha? Komm mir, Habibi. Ja, 50.000 bist du für ein bisschen sterben. So, ja. Ich würde sagen, wir machen noch ungefähr so eine halbe Stunde Mission und dann würde ich noch ein bisschen Playlist machen wollen, wenn das okay ist. Klar. Einfach um ein bisschen Abwechslung drin zu behalten, weil immer das Gleiche ist, dann auch immer irgendwann eintönig. Ja, ja, ist gut, klar. Aber alleine die Cutscene, wie Yvonne gerade den Typen in die Fresse poliert, war schon mal alles wert. Ja. Vor allem wie ironisch, gerade an dem Tag, wo Yvonne mal schlecht drauf ist, da haut ihr Charakter am Typen voll eins in die Fresse. Saugeil. Ja, vernünftig. Verdient, zu Recht. Einfach mal alles rauslassen. Das Spiel passt sich einfach dem Real Life an. Ja. GTA 5. Das Real Life Game. Das Real Life Game, ja. Es tut über deinen Controller deine Gefühle auslesen. Deine Gefühle übernehmen und ins Spiel integrieren. Ja. Bin ich jetzt in der neuen Lobby oder was? Was ist denn der Scheiß?
Ja, tatsächlich, ich habe eine Lobby alleine, was soll denn der Müll? Ja, das ist doch gut. Nee, nicht gut. Ist die öffentlich? Das sieht nicht. Au. Doch, ist eine öffentliche. Au. Ey, au. Au. Die hauen sich schon wieder aufs Maul. Gar nicht wahr. Schön, dass ihr seid ihr in einer Lobby oder was? Ja, bin zu dritt. Komm hier mit rein. Andi, das hier ist jetzt, glaube ich, voll. Wie viele sind bei euch? Au. Kann ich gerade schlecht sehen, weil ihr Bestienjagd gerade ist. Achso, na wie gesagt, bei mir ist leer. Dann kommen wir zu dir rüber. Ey. Vor allem das Ding explodiert bei mir. Die Bonn fällt um und steht gleich wieder auf. Oh. Hey, wir haben gleich Dreh. Ja, kommt einer beim Diesel. Warte mal. Wo ist der Typ? Oh, geil. Du direkt tot. Ja, wir sind alle direkt in einer Reihe liegen, ne? Zum Tod. Ja, wir standen auch alle drei alle nebeneinander. Ich gehe rüber zu Enrico. In die Lobby. Voll Idiot. Ray. Oha. Das ist eine Beleidigung. Ja, der hat gerade einen sehr spannenden und wichtigen Faustkampf gestört. Das geht nicht. Gesundheit. Danke. Die Beste hat dich erledigt. Ich bin froh, dass ihr mich nicht fragt, warum ich so sauer bin. Hä? Vielleicht gehört es auch einfach nicht in die Aufnahmen rein, deswegen. Wird da die Gründe haben, warum? Ich glaube, es gibt Dinge, die müssen nicht öffentlich sein. Richtig. So. Gehen wir mal rüber zu den anderen. Treffen wir uns gleich bei Babys Werkstatt? Können wir machen. Jetzt will der Typ Bewerbungsgespräche führen, obwohl noch niemand den Bewerbungsantrag ausgeführt hat. Ich verstehe den Kerl nicht. Der Typ ist so lost. Gestern wurde ihm doch gesagt, er soll die Vorlage nehmen und da reinschicken. Richtig. Und jetzt macht er genau was anderes. So. Gut. Ich will aber nichts sagen, weil wenn ich was sage, dann sind sie alle angepisst. Ach, warte.